Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Daylight 2. Ja, Freunde, wir sind in einem neuen Abschnitt, aber leider auch im letzten. Wir sind im Anwesen gelandet, das sehr an das Schloss aus Resident Evil 4 erinnert, wie so vieles, wenn nicht alles hier. Was aber nicht schlimm ist in diesem Fall. Wir haben alles untersucht, was es zu untersuchen gibt. Alle Abschnitte, die wir hier gefunden haben, haben wir noch untersucht. Und jetzt haben wir noch einen neuen Part gefunden, einen kleinen, nämlich die Quests sind jetzt da. Und ich habe das erste akzeptiert. Unexpected visitors, dispose of them at any means necessary. Das Blöde ist, ich kann nicht erkennen, wo das sein soll in dem Bild. Wo das ist, weiß ich. Oh, wo das ist, weiß ich wirklich. Oh, das ist auch, aber das... Gehen wir mal suchen. So. Gehen wir mal suchen. Ich vermute, jetzt geht's nämlich um diese paramilitärischen Fuzzis aus dem Anfang. So. Hier war ja nichts demnach, nicht wahr? Ne? Nope, hier war nichts. Wir müssen wieder zurück, Freunde. Und suchen, wo wir weiterhin müssen. So. Jetzt kennen wir uns ein kleines bisschen aus hier. War das hier schon? Okay, wir müssen alles platt machen, was uns nicht uns in den Weg stellt. Naja, als ob wir das nicht schon tun würden. Wir gehen jetzt nochmal systematisch alles durch. Aber ich denke nicht, dass es hier unten war. Nein, hier ist nichts. Ich denke, wir müssen wieder relativ weit an den Anfang laufen. So. Nein. So rum. So. Brava SK. Sehr schön. So. Runter. Wir rennen jetzt einfach einmal durch überall. Wir werden schon irgendwo was finden. Na, hier wollte ich nicht hin, aber das hier ist Quest Nummer 3. Und ich hoffe, dass wir da noch rein können. Das wäre super, Freunde. So. Also, merken. Hier unten, Quest Nummer 3. Ich hoffe, dass das auch funktioniert, aber ich schätze schon, sonst hätte er es ja nicht so weit programmiert. Da müssen wir definitiv nicht mehr runter, da war nämlich der letzte Bosskampf. Yep, 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 genau so. Ah, okay, das war's schon. Das war's schon. Ich dachte, es ist ein Headburster gewesen, wo gleich noch was rauskommt. Aber der hier ist einer, oder? Quest completed. Okay, cool. Gehen wir zurück. Das war ja einfach. Können wir das bei dem hier jetzt auch annehmen? Hoffentlich wird das geupdatet. Das war super. Sehr gut, das ist global. Super. Okay, nehmen wir das zweite Quest an. Find the target object and give it to the merchant. So, wo ist das? Thank you. Okay. Ich glaube, dass ich weiß, wo das ist. Warte mal. Habe ich genug Geld? Nee, natürlich nicht. 15.000 haben wir, aber wenigstens etwas, Freunde. So. Weiter geht's. Wo war das? Wo war das? Hier war das Abort. Hier war es nicht. Ich finde es echt interessant mit diesem Quest-System. So. Wir gehen erstmal nochmal zurück, weil ich wirklich nicht mehr weiß, wo dieser Abschnitt ist. Der kam mir gerade nicht bekannt vor auf dem Bild. Nicht unbedingt. Die Decke, ja, wissen wir schon, SK. Die ist vor einiger Zeit schon runtergekommen. So. Hier wird es auch nicht sein. Die Frage ist aber, wo sonst? Nein, hier vermutlich auch nicht. Nein. Nein, das war's absolut nicht. Nachladen. So. Sehr gut. Hoch da. Das hier wird es auch nicht sein.
Noch eins hoch. Ja, stimmt, schade. Der Inhalt dieser Tür wird uns für immer verborgen bleiben, leider, Freunde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Schlüssel noch bekommen innerhalb der Quests, denn wir machen gerade nur noch Sidequests. Das Mainquest ist leider schon vorbei. Schade. Aber deswegen machen wir jetzt erstmal die Quest hier, weil ich wissen will, was man als Belohnung bekommt. Da waren wir gerade schon, nicht wahr? Natürlich waren wir hier schon. Okay, dann wieder zurück. Tut mir leid für diese Zeitverschwendung. Da oben war es auch nicht, oder? Die. Das war auch nur Krug, vollkommen unbedeutend. Stirb. Sieht so aus, als hätte ich Fanpost bekommen. Die Lampe ist der einzige Lichtspender in solch einem Loch. Die werde ich noch brauchen. Okay, hier muss der Gegenstand irgendwo sein. Ah, da drin liegt ein Brecheisen. Scheint der Gegenstand zu sein, den der Händler will. Und laufender Leben. Jetzt muss ich aber nur noch zurück. Jetzt muss ich nur noch zurück in den Laden und das Ding übergeben. Nur noch das. Denn es wird ganz sicher nichts Schlimmes passieren auf dem Weg dahin. Lauf. Okay. Lauf. Okay. Lauf weiter. Komm schon. Da muss doch was passieren jetzt. Waffe ziehen. Okay, Game. Ausnahmsweise. Thank you. Okay, es ist wirklich nur für Geld, aber eins haben wir noch. So, noch was? Nein. So, a new area awaits you. Und wie wir das tun werden. Super. So. Oh, der letzte Abschnitt. Schade. USP-Armor gibt's ja nicht mehr, ne? Leider nicht. Und für andere Waffen haben wir kein Geld, weil wir uns ja mit Erste Hilfesprays zugepflastert haben. Super Stoff wieder hier. Und eins haben wir noch übrig. Links. Ich musste gerade kurz überlegen, wo wir hin müssen. Eine Karte wäre hilfreich gewesen für dieses Game. Das muss ich sagen. Eine Kartenfunktion, so wie bei Resi 4, dass man eine Karte kaufen kann. Mit den Abschnitten. Das wäre cool gewesen. So, jetzt aber. Okay. Super, wir sind da, Freunde. In dem Regal steht eine kleine Kiste. Scheint aber nichts Kostbares drin zu sein. Ich habe keine Ahnung, wofür die hier solche Säcke brauchen. Ich auch nicht, SK. Sieht nach einem Lagertor aus. Natürlich abgeschlossen. Wie das meiste. Meine Erfahrung mit Kisten sagt mir, dass ich hier genauso wenig Erfolg haben werde, etwas zu finden. Aber hier, Money. Das sind nur Kisten, nichts weiter. Und ein Tisch. Nichts weiter. Okay, irgendwas passiert hier noch. Stapelkisten und ein Fass mit Flüssigkeit. Vielleicht Maschinenöl, wer weiß das schon. Ah, cool. So, Spind. Im Spind befinden sich Schuhe, welche für die Arbeit im Kanal gedacht sind. Kleingeld. Kann ich immer gebrauchen. Verhältnismäßiges Kleingeld. Sieht aus, als ob dieser Händler bereits hier war. Ja, so sieht's fast aus. Was ist denn das da drüben? Hier hat jemand eine Kerze auf einem Stapel Kisten platziert. Sehr kreativ. Das meine ich auch nicht ironisch. Ein zerbrochener Krug. Okay, da müssen wir wahrscheinlich rein irgendwie. Irgendwie. Wie ist es? Wir müssen den Hauptcomputer zerstören oder irgend sowas? Geht's da schon rein? Yep. Die Kiste ist fest verschlossen. Ich hätte sowieso nichts mit dem Inhalt anfangen können. Aber mit dem Inhalt. Nichts Außergewöhnliches an diesem Karren festzustellen. Auch kein Grund. Nö, brauchen wir auch nicht. Und das auch nicht. Gut. Schreitende voran, gen Osten. So. Darin liegt uns am gefalteter Karton. Naja, solange wir keine Sneaking-Passage machen müssen, brauchen wir den wirklich nicht. Da drin verschiedenes Werkzeug für Klempner. Oh, Wasser. Die Kisten scheinen nichts Bedeutendes zu beinhalten.
Lebloses Gitarren. Leblose Gitarrenaneinanderreihungen. Ah, okay. Oh, sag jetzt nicht, dass es schon vorbei ist. Wir können nicht durch das Wasser gehen. Hast du noch irgendwo einen anderen Kommentar für uns? Scheint nicht so. Schade. Schade. Moment mal. Vielleicht, weil er jetzt weiß, dass da das Wasser ist. Vielleicht können wir jetzt das Pult oben nochmal bedienen. Aber gut, eigentlich müsste sowas eine Interaktion mit dem Charakter triggern. Also sprich, er müsste sagen, ah, da können wir doch zum Abwasserpult hochgehen. Aber schauen wir mal, wir sind ja gleich da. Es gibt hier nichts mehr zu erledigen. Okay, noch ein letztes Mal zurück in diesen Raum. In diesen Abschnitt. Und nur um sicher zu gehen. Wir haben ja auch keine relevanten Gegenstände mehr in unserem Inventar. Nämlich gar keine mehr. Wir haben nur noch unsere Knarre. Der Sound ist echt klasse. Das ist echt einen coolen Sound ausgewählt, Evil Lord Canis. Schade. Ich glaube, das war's, Freunde. Ich fürchte, das war's. Wir können diese letzte Queste nicht mehr zu unseren Gunsten oder zu den Gunsten unseres Freundes, des Merchant, abschließen. Welch Tragik. Wirklich schade. Ich hätte wirklich verdammt gerne noch dieses Quest zu Ende gebracht. Aber ich schätze, damit haben wir absolut alles gesehen, was es von Daylight 2 zu sehen gibt. Na, mein Freund, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich kann es leider nicht machen. Tut mir wirklich leid. Ja, Freunde, ich schätze, genau das hier ist das Ende der Demo von Daylight 2. Wirklich schade, dass es hier zu Ende ist. Aber gut. Wisst ihr was? Da im Titlescreen ja eigentlich keine Musik läuft, bleiben wir ausnahmsweise mal hier mit dieser schönen Musik und kommen nun zu einem kleinen Resümee, wie immer. Gameplay. Ja, Freunde, gameplay-technisch kann ich mich hier absolut nicht beschweren. Wir haben eine schöne Abwechslung hier. Es handelt sich bei diesem Game zweifelsohne um ein Resident Evil 4 inspiriertes Game, wenn nicht sogar ein Resident Evil 4 Klon. Wobei man Klon nicht sagen kann, weil es ja ein RPG Maker Game ist. Aber die Mechaniken sind sehr schön adaptiert auf die RPG Maker Games, was ich richtig, richtig cool finde. Das finde ich richtig klasse und ist sehr gut umgesetzt in meinen Augen nach. Wir hätten hier unsere Waffe zum Beispiel, mit der wir uns verteidigen können, die Monster killen. Wir haben verschiedene Waffensysteme hier beim Händler, beim Merchant. Wir können verschiedene Waffen nach gewisser Zeit kaufen, also eben abschnittsweise, was cool ist. Nicht, dass man die komplette Palette sieht wie in manchen Games und man nur sieht, oh mein Gott, das ist so teuer, das kann ich irgendwann kaufen. Nein, nach und nach werden Sachen freigeschalten. So bleibt die Spannung aufrecht und man will vorankommen, weil man sehen will, was es als nächstes gibt. Ja, das. Die Mischung aus Action und Monsterkillen und Rätsellösen fand ich gut gemacht. Bis auf das eine Rätsel eben, das fand ich halt ein bisschen unglücklich gelöst, da kurz bevor es zu diesem Schleim-Schlangen-Monster-Boss ging, in diesem Rundgang, wo das Wasser war, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten war jedes Rätsel schön ersichtlich, Laufwege waren nicht zu lange. Leider war es etwas unübersichtlich, also zumindest für mich. Ich habe mich sehr oft verlaufen, wie ihr ja gemerkt habt. Aber ansonsten war es eigentlich ziemlich gut. Gameplay hat mir echt gefallen, diese Mischung, gerade wie ich schon sagte. Die Horrorelemente habe ich auch völlig vergessen. Sehr, sehr schöne Atmosphäre. Würde vielleicht noch ein Ticken dichter gehen, aber an den richtigen Stellen waren die Atmos richtig super und vor allem jeder einzelne Jumpscare in diesem Game war in meiner Ansicht nach perfekt platziert. Ich habe immer in dem Moment absolut nicht damit gerechnet, dass was passiert. Zu keiner Zeit habe ich wirklich mit irgendeinem dieser Jumpscares gerechnet. Deswegen richtig schön gemacht. Super Atmo, super Gameplay. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Habe ich noch was vergessen, gameplay-technisch? Wir haben die Rätsel, die waren klasse, schön abwechslungsreich. Die Action-Passagen, die gut waren, was vielleicht ein bisschen ungünstig war, aber es war eigentlich auch eher eine Herausforderung. Ich bin ja eigentlich nur beim Boss gestorben, war
die Kämpfe in den engen Räumen. Aber gut, das hatten wir bei Resident Evil ja auch, dass manchmal nicht viel Platz war und das eben das Gefühl der Angst oder Panik noch verstärken sollte. Deswegen gebe ich dafür keinen Abzug. Das ist eine gute Mechanik gewesen. Ja, schön. Und wie gesagt, der Händler hier. Oh, der Merchant aus Resident Evil 4. Mit allen Sounds, allem drum dran. Hören wir uns nochmal an. What are you buying? I see you have an eye for things. Ich liebe es, Freunde. Und? Thank you. Einer meiner absoluten Lieblingssounds. Ja, schönes Gameplay, schöne Mechaniken. Balancing. Kann ich mich nicht beschweren. Auch hier nicht an dieser Stelle. Absolut nicht. Das Balancing ist für mich absolut super ausgewogen. Man hat immer zu jeder Zeit ausreichend Munition für das, was wir hier sehen. Ihr seht es ja hier. Ich habe immer noch 45 Schuss und ich habe alle USP-Munition, die es zu finden gab, benutzt und auch alle gekauft. Und die Munition war nicht zu teuer. Im Verhältnis waren die Waffen zu teuer. Ja, die man hier noch bekommen sollte, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, dass dieses Game länger werden sollte. Es sollte eine Vollversion werden und nicht nur, in Anführungszeichen, so kurz. Wobei, kurz ist gut. Wir sind hier in Part 7, nicht wahr? Haben schon ein bisschen Zeit verbracht hier, was ich toll finde. Die Kämpfe mit den Bossen, mit den Monstern waren fair. Absolut. Auch wenn nicht viel Platz war, man kann, Freunde, da müssen wir jetzt mal wirklich differenzieren. Nur weil vielleicht wenig Platz ist, um einem Monster auszuweichen in einem Actionkampfsystem, heißt es nicht, dass es unfair ist. Es ist eine Herausforderung, das auf jeden Fall. Das würde ich unterschreiben, jederzeit. Es war eine Herausforderung und ich bin ja auch bei keinem Monster gestorben. Die Kämpfe waren immer fair und eben anspruchsvoller, dann eben in Bereichen, wo nicht viel Platz war. Und das fand ich sehr gut gemacht. Auch wenn es mich bei zwei Stellen etwas genervt hat. Aber gut, kann ja auch mal vorkommen. Und ansonsten, man hatte immer genügend Health-Items zur Verfügung, wie ihr links oben, wenn man es noch sehen kann, eingeblendet seht, dieser kleine blaue Balken in meinem Health-Meter, das ist immer noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ja. Schönes Balancing. Mapping und Graphics. Alles absolut stimmig. Hier passt jeder Stein auf den anderen. Das Einzige, was ein bisschen aus der Reihe fällt, war der letzte Raum. Der Verbindungsraum zwischen dem Abwasserkanal und dem Anwesen. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, da war bei mir auch ein kleines Oha. So ein kleiner Aha-Moment. Weil der eben nicht ganz so stimmig aussah, fand ich. Der sah etwas steriler aus, nicht ganz so abgewrackt wie hier unten, wie man das gewohnt war. Aber natürlich dann auch nicht so prunkvoll, in Anführungszeichen, wie das Anwesen selbst. Es wirkte etwas steril, so ein bisschen labormäßig, so ein Laborvorraum, obwohl da auch Dreck rumlag, aber das sah mir ein bisschen zu steril aus. Das war ein kleiner Stilbruch, fand ich, wobei ich mir vorstellen kann, dass das Absicht ist, gerade um zu markieren. Achtung, Kollege, hier kommt was ganz Neues für dich. Viel Spaß. Ansonsten, hier sieht alles super aus. Die Sprites sind klasse, die Monster-Sprites, alles super. Und ich möchte nochmal betonen, alles hier ist selbst gemacht. Also von den Standards. Von den Standardsets, die man hier sieht, abgesehen, ist hier alles selbst gemacht. Der editierte Charakter-Sprite hier und der vom Merchant oben, die Monster, alles selbst gemacht. Zumindest laut den Angaben von Evil Lord Kennis oder was ich gelesen habe, ist das alles selbst gemacht. Was ich super toll finde. Ich finde solche Sachen echt klasse, wenn die Leute sich Zeit nehmen und sich überlegen, hey, wie könnten wir aus der Standardmaterie ausbrechen und was Neues machen? Eben mit so einem HUD-Display, wie es hier an den Rändern sieht. Das ist klasse, finde ich super. Gibt's einige Maker, die sowas machen und einige, die wirklich komplett auf eigengesetzte Sachen setzen, was ich toll finde. Ich habe nichts, um Gottes Willen, ich habe nichts gegen die Standard-Sets, gegen das Standard-Runtime-Package der jeweiligen Maker, absolut nicht. Aber da sieht man mal, wie viel Herzblut und Eigeninitiative in so einem Projekt steckt. Super. Charaktere. Ja, Charaktere hatten wir nicht viele. Unseren guten SK. Und die Unbekannten, die ihre ganzen Hinweise hier hinterlassen haben. SK ist eigentlich wirklich, man könnte sagen, Leon Kennedy sehr, sehr gut nachempfunden. Würde ich jetzt wirklich sagen. In dem Fall, auch jetzt werden vielleicht welche sagen, ist ja nachgemacht, aber überlegt mal, Freunde. Einen Charakter nachzuäffen in irgendeiner Form und es nicht lächerlich zu machen, ist schwer.
Hier, finde ich, wurde das Wesen von Leon Kennedy sehr gut aufgegriffen. Ich meine, wir haben ja auch den Sprite von Leon. Und deswegen, denke ich mal, war der Charakter einfach auch Leon inspiriert. Unser guter SK hier. Es ist schwer, einen Charakter wirklich so zu schreiben, wenn er schon etabliert ist irgendwo. Da ist es wirklich schwer, einfach diese Linie beizubehalten, wenn man selbst nicht der Entwickler dieses Charakters ist. Und das, finde ich, ist hier sehr, sehr gut gemacht worden. Sehr gut gemacht, Evil Lord Canis. Und unser Merchant. Da brauche ich nichts zu sagen. Der ist super. Mein Favorite. Mein absoluter Lieblingshändler, über den ich mich immer freue, ihn zu sehen. Super Charaktere. Story. Ja, Story. Ah, das ist so eine Sache gerade. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr stark Resident Evil inspiriertes Game. Was ich toll finde. Und wie gesagt, ich hab's auch schon mehrfach gesagt während diesem Resümee und auch während des Let's Plays an sich. Mir gefällt die Art und Weise, wie das hier umgesetzt wurde. Ich habe nämlich noch kein Resident Evil-artiges Game für den Maker gezockt bis jetzt. Wenn ihr eins kennt, das ähnlich ist und auch wirklich gut ist, ein gutes Resident Evil-Game auf den Maker bezogen, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, warum ich so stottere gerade, schreibt es mir in die Kommentare runter. Das würde mich interessieren und ich würde es auch spielen. Weil, wie gesagt, Resident Evil 4, mein Lieblingsteil der Reihe, würde mich echt interessieren. Wenn ihr was habt, haut's unten rein, ich schaue es mir mal an. Ansonsten, storymäßig, hält sich's eigentlich wirklich auch ziemlich strikt an die Vorgaben Resident Evil, kann man sagen. Wobei ich schon denke, dass da viel natürlich von Evil Lord Canis selbst kommt. Das ist ja klar. Ich meine, jemand muss eine Vision haben, um so ein Spiel überhaupt erstmal in die Hand zu nehmen. Das ist ja ganz klar, Freunde. Ansonsten, storymäßig fand ich es aber dann echt in Ordnung. Also ich fand es jetzt nicht überragend, ich fand es in Ordnung. Es wäre noch sehr, sehr viel Platz und Potenzial, diese Story auszubauen und vor allem gerade die Umgebung hier, die Atmosphäre ist so richtig schön auf den Punkt. Die Atmos-Sounds sind super gesetzt. Ich hab's schon gesagt, die Jumpscares haben eingeschlagen, wo sie einschlagen sollten. Richtig, richtig cool. Es ist wirklich verdammt, verdammt schade, dass Evil Lord Canis durch diesen Datenverlust so einen großen Rückschlag erlitten hat und die Lust verloren hat, da weiterzumachen. Ich fände es wirklich wahnsinnig klasse und ich bin mir sicher, einige von euch, wenn nicht sogar alle, viele von euch auch, wenn das hier, dieses Projekt irgendwann mal weitergeht und zu Ende gebracht würde. Evil Lord Canis, du hast hier so ein richtig, richtig tolles, kurzes Game geschaffen. Die Atmosphäre ist spitze, alles ist toll und stimmig. Ich wäre so gespannt darauf, wie es weitergeht. Aber vielleicht habe ich da noch was im Petto, Freunde. Lasst euch überraschen. Ja, wie gesagt, das war's soweit zu diesem Resümee. Das war's von Daylight 2. Ich hatte viel Spaß hier. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr mit meiner Sprecherleistung immer noch zufrieden seid. Ich bin jetzt schon ein kleines bisschen hier auf YouTube unterwegs und freue mich immer wieder über eure Kommentare und vor allem gerade mit euch zu schreiben. Freut mich tierisch, euch in den Kommentaren wiederzusehen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Projekt. Bis dahin. Rock your life, everybody. Cheerio. Meine Freunde, wie immer an dieser Stelle, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder ein Spiel, das mir richtig viel Freude bereitet hat und ich hoffe euch auch. Diese schöne Horror-Ecke, die gefällt mir richtig gut und weil ich weiß, dass die euch auch gefällt. Wie wär's, wenn ihr vielleicht mal hier links oben auf dieses Projekt geht. Da kommt ihr nämlich zum ersten Teil, Daylight. Ein vollständiges Spiel, auch ein kurzes, das im Zuge eines Contests von Evil Lord Canis gemacht wurde und richtig schön gemacht worden ist. Wenn ihr den Einstieg sehen wollt von Daylight RPG, dann klickt da mal drauf. Wenn euch Atmosphäre wichtig ist, wenn ihr wirklich ein Freund von deftiger, dichter Atmosphäre seid, dann klickt hier rechts oben drauf auf das Video. Da kommt ihr zu meinem Projekt von Withermore Castle. Ein englischsprachiges Game von Rio Productions. Richtig dichte Atmosphäre und während dieses Projekts erleide ich sogar einen kleinen Panikanfall wegen der effektiven Atmosphäre. Wenn euch das interessiert, klickt da drauf. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns, Freunde. Rock your life, everybody.
Cheerio.